Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Rufus, zieh jetzt den Vorhang auf. Mann, dann halt nicht. Tür zum Funkraum. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Hm. Moment mal. Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Rolls Verlobter, Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Na, sicherlich nicht. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie meinen Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Ja, wo sind Sie denn eigentlich? Wozu brauchen Sie all die Aufstiegscodes noch gleich? Wozu die Eile? Wir müssen den Auftrag leider ablehnen. Nein, das macht man natürlich nicht. Wo sind Sie eigentlich? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Oh, danke, Cletus. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Ja, aber wozu brauchen Sie denn die Aufstiegscodes noch gleich? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem. Weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Danke. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein,
Einen Moment noch. Ich... Verdammt. Naja. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. Ja, oder Unglück im Unglück. So, aber wir haben die Dias schon dabei. Die hätte ich nämlich ungern liegen gelassen. Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht, aber wenn... Ja. So, Vorhang... Rufus, bitte. Moment mal, wir unterholen normal, aber ver... Ah, den Knopf, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den... Oh. Kitty! Hallo! Kitty! Ach, Mio! Wie war das? Die Katze von der Donner rasieren als Mutprobe, um im unorganisierten Verbrechen aufgenommen zu werden? Und wir haben einen Rasiermesserfisch dabei. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Das zwar auch, aber trotzdem. Leute, auf! Lasst uns diese Katze rasieren. Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Na, dann wollen wir doch mal. Komm, Kitty, Kitty, was Kitty. Soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Ah, egal. Wow. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Arme Kitty! Brave Kitty! Kitty, Kitty, Kitty! Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Oh. Das ist jetzt, Aber, das sind doch nur Zuckungen. Nicht so gut. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo. Jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Dass ich begnadigt werde? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Okay, sie hat genickt und dann Nein gesagt. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Gnade, ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Oh Gott, das, ja. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Weil es mir gerade so kommt, die beiden heißen Wink und Nod. Also... Zwinkern und nicken. Okay, gut. Ja, dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Yippie! Oh. Ja, Gnade! Gnade! Donner sagt nein. Gnade? Gnade! Genau. Gnade? Gnade! Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Okay. Und ich dachte schon.
Ich sehe schon. Donna macht immer dasselbe Antwortenmuster. Ja, nein, mir egal. Ja, nein, mir egal. Ja, nein, mir egal. Ja, nein, mir egal. Und so in dieser Struktur müssen wir die Fragen bzw. Antworten geben, damit wir hier halt rauskommen. Egal, wir haben auf jeden Fall ein Angebot mal zu unterbreiten. Ich habe Donna ein Angebot zu unterbreiten. Genau. Ja, ich habe noch ein weiteres Angebot, weil sie jetzt Ja sagen wird. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donna ist ganz Ohr. Ich könnte euch die Datasette mit den Aufstiegscodes besorgen. Ich gebe euch Geld, viel Geld. Und du kriegst rein gar nichts. Wink. Naja. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Ja, das könnten wir wirklich. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donna sagt nein. Ja, das war vorauszusehen. Und jetzt nochmal Gnade. Gnade. Genau. Und natürlich haben wir noch ein Angebot zu unterbreiten. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donna ist ganz Ohr. Ja, ich gebe euch Geld. Ich gebe euch Geld. Viel Geld. Donna sagt nein. Ja, so wie sie es immer tut. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donna ist ganz Ohr. Ja, sie ist ganz Ohr und leitet. Sie leitet die Institution für Spasmenanfälle. Ja. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donna sagt nein. Aber die braucht ihr doch so dringend. Cletus hat doch danach gefragt. Okay, wir müssen irgendwie... Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Zieh die Frage zurück. Ich ziehe die Frage zurück. Umso besser. Okay, Donna macht nichts. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Ja? Donna ist ganz Ohr. Und wenn wir jetzt vergesst es sagen? Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Könnte ich jetzt mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Gnade. Oh, warte mal, sie würde jetzt bestimmt Nein sagen. Sie hat gerade Ja gesagt, wir sind zurückgegangen. Sie hat aber keine Reaktion geliefert, das heißt, sie wird jetzt Nein sagen. Das heißt, wenn wir jetzt nur zusagen, dann wird sie das hoffentlich verneinen. Na, mal schauen. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donna sagt nein. Nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja. Aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Jawohl, sehr schön. Und da geht's zur Brücke. Und wir reden, glaube ich, erstmal mit der Donna. Hey, Donna. Irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. Jetzt verstehe ich, warum man ihr Syndikat das unorganisierte Verbrechen nennt. Sie ist vollkommen plemplem. Ja, wie so fast jeder. So, Wink, hey. Wann bekomme ich eigentlich meine Strumpfmaske? Yo ho, yo ho. Unorganisierte Verbrecher, yo ho. What the fuck? Okay. Ja, dann gehen wir mal auf die Brücke. Und ich glaube, ich weiß, wo wir da rauskommen.
Ja, und jetzt können wir uns die Turnierhand abgreifen. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Sehr schön. Und damit auf zu Galef in die Spelunke. Jetzt können wir nämlich so richtig loslegen. Hier, Turnierhand. Da, Galef, auf geht's. En garde. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Ja, da staunst du was. Und sie was? Sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Bereit für eine Partie Snick, Snack, Snuck? Auf jeden Fall. Wir sind bereit. Aber ich würde vorher natürlich noch gerne wissen, was überhaupt der Einsatz ist. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Okay. Und wie funktioniert das Ganze doch gleich? Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Okay, dann sind wir mal bereit und stürzen uns ins nächste Rätsel. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck.